Hallo und herzlich willkommen bei Gamers Ultra TV. Ich bin Bob Starlet und ich werde euch ab sofort kleine Guides rund ums Let's Playen und Livestream machen. Legen wir auch gleich los. Kennt ihr das auch? Ihr setzt euch voller Tatendrang an euren Rechner, um mal wieder etwas aufzunehmen. Open Broadcaster ist gestartet und es kann losgehen. Und schon nach kurzer Zeit habt ihr euren ersten Lacher. Ich hab ein Monster getötet. Voller Vorfreude beendet ihr eure Aufnahme. Nun schaut ihr euch die Aufnahme an. Ich hab ein Monster getötet. Irgendwie sieht meine Aufnahme unscharf aus. Wie zum Teufel schaffe ich es, die Aufnahme so gestochen scharf hinzubekommen, wie es auch die anderen großen YouTuber haben? Um vorzubeugen, dass ihr so eine schlechte Aufnahme macht, werde ich euch zeigen, welche Einstellungen ihr in Open Broadcaster vornehmen müsst. Wenn ihr noch kein OBS Studio besitzt, dann ladet euch die aktuelle Version für euer Betriebssystem auf www.obsproject.com herunter. Nachdem ihr OBS Studio installiert habt, wird automatisch ein Shortcut auf euren Desktop platziert. Achtung, ihr benutzt nur die 32-Bit-Version, die bei 64-Bit-Systemen zu Performance-Einbußen führen kann. Geht also in das Verzeichnis von OBS Studio und sucht nach der 64-Bit-Version. Startet das Programm immer als Administrator, sonst könnte es zu Darstellungsfehlern wie zum Beispiel einem schwarzen Bild kommen. Erstellt euch nun im ersten Schritt eine neue Szene. Dazu klickt ihr auf das erste Pluszeichen links unten und gebt der neuen Szene einen Namen. Klickt nun auf das zweite Pluszeichen von links und fügt eine Bildschirmaufnahme hinzu. Erstellt euch nun eine neue Bildschirmaufnahme und gebt dieser einen Namen. Folgendes Fenster sollte sich nach der Erstellung öffnen. Hier könnt ihr auswählen, welcher Monitor aufgenommen werden soll. In OBS Studio ist es möglich, Profile für zum Beispiel Stream oder Aufnahmen zu erstellen. Erstellt euch also ein neues Profil und gebt diesem einen Namen. Geht nun in die Einstellungen, um die aufnahmespezifischen Attribute einzustellen. Klickt auf Ausgabe und stellt den Ausgabemodus auf Erweitert. Nun klickt auf den Reiter Aufnehmen. Als Aufnahmepfad solltet ihr immer eine Festplatte wählen, auf der sich das Spiel, was ihr aufnehmen wollt, nicht befindet. Es gibt viele Spiele, die den Datenträger enorm auslasten können. Wenn OBS zusätzlich die Videodateien speichert, könnte es zu Konflikten kommen, die ein Ruckeln bei der Aufnahme verursachen könnten. Als Aufnahmeformat solltet ihr MP4 nutzen, da dieses von den meisten Videobearbeitungsprogrammen unterstützt wird. Den Encoder solltet ihr vorerst auf X264 lassen. Dieser Encoder konvertiert die Videodateien hauptsächlich über den CPU. Wenn ihr beispielsweise den Nvidia NVENC Encoder nutzt, findet das Konvertieren hauptsächlich auf der Grafikkarte statt und es kann zu FPS-Einbrüchen im Spiel kommen. Bei älteren Systemen ist es jedoch nützlich, zwischen den Encodern zu wechseln, sollte eine zu hohe CPU-Auslastung bestehen oder eine zu hohe Grafikauslastung. Bei einer Auflösung von 1080p HD-Qualität solltet ihr eine Bitrate zwischen 12.000 und 15.000 oder mehr nutzen, ansonsten wird das Bild pixelig. Es sollte in den meisten Fällen der Spiele eine benutzerdefinierte Puffergröße genutzt werden. Bei Spielen mit wenigen Bildwechseln, wie Point-and-Click-Spielen, kann man ruhig bei 5000 bleiben. Bei FPS-lastigen Spielen, wie Shootern oder Autorennspielen, sollte eine Puffergröße zwischen 10.000 und 15.000 sein. Ansonsten kann es bei schnellen Drehbewegungen zum Verwischen des Bildes kommen. Die CBR, Constant Bitrate, sollte ebenfalls eingestellt bleiben, ansonsten kann es auch zu Bildverwischungen kommen. Die
Prozessorauslastung gibt an, wie hoch die Priorität des Encoders für den CPU ist. Je langsamer die Einstellung ist, desto mehr wird auf dem CPU konvertiert. Dies verbessert die Bildqualität. Sollte man niedriger als faster gehen, kommt es bei durchschnittlichen CPUs zu Lags und die Aufnahme ruckelt. Wenn man einen schlechten CPU hat, kann es helfen, auf Super oder sogar Ultra Fast zu gehen. Um der schlechten Qualität zu entgehen, kann man die Bitrate zum Beispiel auf 20.000 stellen. Dies nimmt mehr Festplattenspeicher ein, aber zeigt eine deutliche Verbesserung der Qualität bei einem schlechten CPU. Das Encoder-Profil ist ein Standard, welches von verschiedenen Schnittstellen genutzt wird. Die sauberste Darstellung ist bei High. Jedoch bei Problemen mit dem Importieren in Videobearbeitungsprogrammen oder beim Streamen über Streamingdienste sollte auf Main gewechselt werden. Tune hat Einfluss auf die Filter des Encoders, jedoch benötigt es standardmäßig keiner Veränderung. Klickt nun auf Anwenden, um die Einstellungen zu übernehmen. Klickt nun auf den Reiter Audio und stellt in eurer Spur 1 eine Bitrate von 320 ein, um einen möglichst sauberen Ton zu erzeugen. Zum Schluss geht auf das Feld Audio und stellt eine Abtastrate von 48 kHz Studioqualität ein. Und das war's dann auch schon mit meinem kleinen Guide, wie man möglichst saubere Aufnahmen mit OBS Studio bewerkstelligt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben oder abonniert unseren Channel. Ja, und das war's dann von mir. Wir sehen uns das nächste Mal und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ciao!